So, da der Bastelzeit und heute mal wieder ein bisschen was am Server. Den hatte ich ja schon öfter gezeigt, allerdings ein Teil fehlt da, was ab und zu ganz hilfreich sein kann, nämlich eine Grafikkarte. Ja, wofür Grafikkarte? Naja, ein Punkt wäre natürlich, ja, wenn man irgendwie Spiele spielen möchte oder so, das könnte eventuell auch mal interessant werden. Und ein zweiter Punkt, den es auch noch gibt, Grafikkarten sind sehr gut in Dinge berechnen, zumindest wenn es um gewisse Arten von Operationen geht. Ich habe in nächster Zeit vor, ein bisschen damit rumzuspielen. Ergo, Grafikkarte muss da rein. So, bei der Auswahl der Grafikkarte gibt's halt die üblichen Red Team und Green Team, oder wie war das? Bei mir ist die Entscheidung relativ einfach. Ich habe einige Codes, die scheinen recht gut mit CUDA zu laufen. Und CUDA ist eine Technologie von Nvidia, also sollten Nvidias Karte sein. Natürlich habe ich wie immer einen guten Zeitpunkt erwischt, weil ja gerade kam wohl eine neue Serie raus, irgendwas RTX oder sowas. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, hätte ich das gewusst, hätte ich noch was gewartet, hätte mit Sicherheit die Preise noch was gedrückt, aber okay, ich habe da ein bisschen rund geguckt und konnte zum Glück eine gebrauchte Karte abgreifen und die sehen wir jetzt hier gerade im Hintergrund. Das ist nämlich eine Nvidia-Karte, allerdings keine GeForce, sondern eine Karte aus der Quadro-Serie. Das ist eine Kartenserie, die findet man eigentlich eher so im Business-Bereich, im Bereich CAD-Anwendungen und ähnliches. Aber prinzipiell ist das derselbe Chipsatz, der auch bei den GeForce-Karten benutzt wird. In dem Fall hier, das ist eine P400, eine sehr, sehr einfache Karte. Hat aber die Pascal-Architektur drauf. Das ist also dieselbe, die bei den 10-irgendwas-Karten zum Einsatz kommt im Desktop-Bereich. Ich gehe davon aus, dass die hier nicht wirklich Leistung dahinter hat. Ich hätte alternativ auch eine 1030 oder sowas haben können. Allerdings die 1030, die ich gefunden hatte für ungefähr gleiches Geld, die war eine 2-Slot-Karte. Und in meinem Server sind Slots halt doch eher Mangelware, deswegen bin ich auf jede gegangen. Das ist eine 1-Slot-Karte, die passt also in einen PCI-Slot belegt, nicht zwei Slotblenden hinten. Und das ist für mich, denke ich, besser. Und zweiter Vorteil, der hier braucht keine externe Stromversorgung vom Netzteil. Kann ich mir auch da ein bisschen Adapter basteln sparen. Ich weiß nicht, ob die 1030 auch einen externen braucht oder nicht. Kann sein, dass die es nicht braucht. Aber für mich halt auch ein Punkt, muss ich mir da keinen Adapter bauen. Wir werden uns dann gleich mal angucken, wie ich die Karte zum Laufen bringe und was ich auch gemacht habe, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die ich so kenne und habe mir mal ein paar Benchmarks besorgt für diverse andere Karten aus der Ecke. Einmal eine P4000, das ist der sehr, sehr große Bruder davon und für eine 1060 müsste das gewesen sein. Da habe ich auch noch einen aufgetrieben, der mir da ein paar Daten zugespielt hat. Und dann können wir mal gucken, wie extrem schlecht meine Karte hier wirklich ist. Am Ende wird es mich nicht wirklich stören. Es ist halt erstmal nur, um damit rumzuspielen. Ich kann im Zweifelsfall immer noch später aufrüsten. Deswegen, Leistung ist nicht unbedingt der Punkt bei mir. Mir geht's eher darum, auszuprobieren, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Und hier sind wir mal wieder bei meinem guten alten Home-Server, dem 3650M2. Ja, war mir schon länger nicht mehr, könnte daran liegen, dass es hier halt relativ warm ist. Hat sich ein bisschen was geändert. Ich glaube, den hier, der hier drüber ist, den habe ich noch gar nicht gezeigt. Das hier ist ein altes Servergehäuse. Da habe ich die ganzen Festplatten reingetan, dass ich nicht mehr dieses seltsame Gehäuse da benutzen muss, dieses Eigenbauding. Im Prinzip liegen sie vorne und lose drin. Hier sind Lüfter, zwei Stück. Und die sorgen dafür, dass hier ein entsprechender Luftstrom ist. Es ist noch ein kleiner Arduino eingebaut. Der kümmert sich darum, dass die Lüfter nicht immer auf Volllast sind, sondern der geht anhand von CPU und Festplattentemperaturen, glaube ich, und dreht entsprechend die Lüfter nur so, wie sie gebraucht werden. Heute sind zwei Sachen, die ich gerne ändern möchte. Das erste ist, ich kontrolliere nochmal alle Festplatten, dass die alle auch in Ordnung sind. Gucke die Verkabelung noch mal nach. Eigentlich wollte ich noch was umbauen daran, aber das ist erstmal nach hinten geschoben. Ich habe da noch so einen SAS-Expander, den möchte ich einbauen. Dafür hätte ich aber gerne erst ein anderes Gehäuse für Festplatten, wo ich auch Hotplug und so machen kann, was dann entsprechend über den Server hier kommt. Eventuell ein bisschen entstauben, aber es geht noch. Also man sieht, es ist was drauf, aber es ist nicht so schlimm, wie ich das schon in anderen Rechenzentren gesehen habe. Von daher sollte passen. Ich habe noch keine Kühlprobleme oder ähnliches. Was heute aber rein soll, das ist Grafikleistung. Und das ist, wie schon gesagt, da ist nicht viel dahinter. Ein Slot, kein zusätzlicher Stromanschluss hinten dran. Also
Die dürfte recht einfach einzubinden sein hier in das bestehende System. Gut, dafür muss das dummerweise erstmal aus. Och nein, ich bin gleich offline. Na gut, was bleibt mir anderes übrig? Ausgang von der Karte sind gegen 3 Mini-Display-Ports, auch eher ungewöhnlich, aber zum Glück sind ein paar Adapter dabei. Okay, dann würde ich mal sagen, sorgen wir hier mal für Ruhe. Einmal halt, ich werde so viele Schmerzen haben, das nachher wieder online zu kriegen. Aber jetzt geht er erstmal aus. Mal gucken, wie schnell das geht. Könnte sein, dass was dauert, weil da doch ein paar VMs drauflaufen. Ich merke gerade, ich hätte eventuell noch mal gucken können, ob es irgendwie Firmware-Updates für die Kiste gibt. Wobei ich weiß gar nicht, ob man da noch drankommt ohne Wartungsvertrag und so. Einige Hersteller sind da kreativ geworden, um es mal so auszudrücken. Ich finde es ein bisschen bedenklich, gerade wenn es Sicherheitssachen sind. Und das ist bei hier denen ja quasi immer der Fall. Der hat einen Bordprozessor drin mit Management und so weiter, der am Netzwerk hängt. Also wenigstens solche Sicherheitsupdates sollten eigentlich allen zugänglich sein. Ansonsten ist das ja mehr oder weniger schon fahrlässig. Aber gut, ich habe da noch Zeugs davor, das sollte dafür sorgen, dass da von draußen keiner rankommt. Hoffe ich. Nur normalerweise ist es halt kein Ansatz, versuchen zu filtern, sondern man sollte immer dafür sorgen, dass die Endgeräte sicher sind. Und sich nicht darauf verlassen, dass eine Firewall das macht, was sie soll. Im Zweifelsfall empfehle ich da mal einen kurzen Blick auf einen Satz, der bei der Frostcon gefallen ist. Da gab es nämlich eine schöne Story, dass jemand wohl Firewall-Regeln gemacht hat und die Firewall hat sie auch schön angezeigt, aber nicht angewendet, weil irgendwie der ASIC, also dieser Netzwerkprozessor, der da drin war, irgendwie keine Lust hatte. Ja, schön. Gut, machen wir das so. Ich habe den jetzt einfach mal gekillt und hier kommt gerade ein Impi-Power auf, Powering Down, und das klingt so schön ruhig. Den Lüfter, den man jetzt noch hört, das ist der Switch nebenan. Aber der hier ist definitiv aus. Ihr müsst hier unten, ja, okay, man sieht es auf der Kamera auch blinken. Jetzt muss ich nur irgendwie dieses Festplatten-Enclosure da runter buxieren, weil das habe ich natürlich einfach nur draufstehen. Ja, das könnte noch interessant werden, weil von der Rückseite sind einfach nur die Festplatten mit langen Kabeln eingesteckt. Aber das wird schon bestimmt irgendwie, hoffe ich. Ich sollte mir vielleicht noch meinen Laptop holen, dass ich weiß, welche Festplatten eben nicht gingen. Die sollte man eventuell tauschen, ne? Dann gehen wir mal Handheld. Ich habe jetzt hier oben drauf schon mal aufgeräumt. Das heißt, Monitor und so steht jetzt einfach an der Seite. Dann gucken wir einfach mal dahinter, wie das da aussieht. Das ist das, was ich meine. Hier oben in dem Enclosure, da sind die einzelnen Festplatten drin. Teilweise mit so 3D gedruckten Griffen, die aber nie wirklich funktioniert haben. Und die sind einfach nur mit langen SATA-Kabeln da dran. Die Stromversorgung, die läuft hier über einzelne Kabel. Das ist alles ein bisschen besser gemacht. Nicht mehr dieses Y-Gewurstel, zumindest zum Großteil nicht. Wollte ich eigentlich immer mal ein Video zu machen, aber das ist irgendwo, ja, in der Pipeline hängen geblieben, weil diese Y-Kabel haben den Ruf, dass sie gerne schmelzen. Prinzipiell, ja, kann passieren, aber das ist jetzt kein Problem von den Y-Kabeln. Das liegt halt am Stecker. Okay. Nicht schön, weil dummerweise Raum zu schmal, aber das Ding hat jetzt hier genügend Luft, dass ich den Deckel aufbekomme. Und damit müssten wir dann auch an alles, theoretisch, der ging mal auf, ja. Damit müssten wir dann an alles rankommen, wo ich eigentlich meine Finger gerne hätte. Die Schraube, die hier liegt, die holen wir aber vorher besser weg, sonst liegt die da drin. Metall im Server, lose ist eher schlecht. Und damit willkommen im Server. Wir sehen jetzt hier die ganzen Sachen, die hier im Moment drin stecken. Hier vorne ein paar Klemmen. Da habe ich mir ein Adapterkabel gebaut, welches den Strom vom Mainboard nimmt oder den direkten Ausgang von den Netzteilen und auf diese SATA-Kabel beziehungsweise die externe SATA-Kiste da verteilt. Das ist ein Anschluss, der ist normalerweise gedacht, um vorne Festplatten bis zu 16 Stück oder wie viel sind es? Ne, 12 Stück in hier dem Fall zu betreiben. Da bin ich mit meinen wahrscheinlich dann ganz gut bedient. Dürfte ich auch den Strom nicht wirklich irgendwie überlasten. Ansonsten sehen wir hier halt so ein paar Verlängerungen, die da zusammengebastelt wurden. Wie gesagt, ich habe momentan das mit Verlängerungen gelöst. Das ist alles noch nicht so, wie ich das gerne hätte, aber ja, das
ist für ein andermal ein Thema. Hier vorne liegt noch eine SSD, davon wird gebootet. Für nach vorne hat es nicht gereicht von den Kabellängen, deswegen ist das hier so. Ansonsten sehe ich gerade, dass hinten doch schon ziemlich viel an Erweiterungskarten drin ist. Da muss ich mal gucken, ob ich da überhaupt genügend Platz finde. Aber ich glaube, hier drunter ist noch einer frei. Hier, was haben wir hier? Hier haben wir eine TV-Karte, DVB-S 2-Kanal. Darunter einen SCSI-Controller, der steuert einen Streamer an, so einen Bandroboter. Auf der rechten Seite noch ein Controller für SAS, also für weitere Festplatten. Das sind 8 plus von vorne kommen 4 Kanäle. Das heißt also, insgesamt haben wir 12 Kanäle, 11 davon belegt, 10 in dem externen Enclosure, eine durch die SSD. Das ist wie gesagt noch für einen Umbau vorgesehen, aber andermal. Und was mich natürlich interessiert ist, können wir, oh nein, ich ahne Böses, ja. Ja, mir kommen gerade Erinnerungen hoch. Ich wollte gerade sagen, können wir hier innen drin den unteren Slot nutzen für unsere Grafikkarte? Da ist auch noch einer, ich fühle ihn. Aber gibt da ein Problem. Ich habe durch das freie Slotblech, durch die Blende, die hinten fehlt, die ganzen SATA-Kabel rausgefädelt. Nicht gut. Ja, und je tiefer ich reingehe, desto mehr Probleme offenbaren sich. Also zum einen, das hier hatte ich ja eben gesagt, durch die freie Slotblech hatte ich die SATA-Kabel gefädelt. Oder was? Das könnte ich hinbekommen, indem ich einfach hier von dem Controller das wegmache und da durchgehe. Aber, wenn wir unten gucken, das ist leider nur ein 8-fach-Slot. PCI Express 8-fach. Grafikkarte 16-fach. Und das ist auch noch so einer, der hier hinten tatsächlich eine Wand hat. Es gibt welche, die sind nach hinten offen, da funktioniert das einwandfrei, hat hier der nicht. Heißt, da passt die Grafikkarte nicht rein. Ich weiß von My Playhouse, das ist ein anderer englischer YouTuber, der sehr viel hier mit den Servern rumspielt, dass es hier auch Adapterkarten gibt, die einen 16-fach-Slot haben. Aber eigentlich brauche ich das 16-fach hier auch gar nicht. Ich hätte halt nur gerne da was drin. Da fallen mir jetzt jede Menge Ideen ein, was man tun könnte, aber mal gucken, was ich da mache. Ich glaube, was ich mache, ist mal den hier rausholen, gucken, ob das auch zwei Achter sind, aber ich meine mich zu entsinnen, dass die beiden gleich waren auf beiden Seiten. Und ja, das sind auch zwei Achter-Slots. Tja, und was mir momentan so durch den Kopf fliegt, das sind diese hier. Die hatte ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Das sind ja PCI-Express-Verlängerungen. Das ist, sieht sehr seltsam aus, ist nicht sehr schön, aber ehrlich gesagt noch eine von den nicht ganz so schlimmen Typen, die hier rumliegen. Ja, das ist zwar auch nur ein 8-fach, auch an beiden Seiten, aber naja, wenn ich hier bei dem anfange, den Slot nach hinten einmal aufzudremeln, da ist die Wahrscheinlichkeit, Dinge, die wertvoll sind, kaputt zu machen, nahe null. Weil im Zweifelsfall ist halt das Kabel kaputt. Was wird das kosten? 2-3 Euro, wenn es hochkommt. Das ist mir auf jeden Fall lieber, als am Mainboard vom Server rumzufrickeln oder die Grafikkarte abzuschneiden, was beides eher uncool wäre. Ich glaube, ich besorge mir mal gerade eine Zange und probiere einfach hier hinten dieses Plastikteil rauszupitchen, was da nach hinten den zumacht, sodass die Karte nach hinten überstehen kann. Das würde funktionieren. Und ich habe gleich noch ein Problem gelöst. Ich kann die Karte einfach auf Seite legen. Da muss ich die ganzen SATA-Kabel da hinten nicht noch irgendwie rumbiegen. So, wie heißt das so schön? Trust me, I'm a professional. Naja, prinzipiell, es ist jetzt offen. Also der Slot kann jetzt auch 16er-Karten wahrscheinlich ab. Können wir ja mal testen. Und tada! Jo, ist soweit drin. Er könnte gerne hinten, ich würde sagen, so ein Ticken ist er noch höher, aber das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Es ist aber wirklich haarscharf an dem, was ich als sinnvolle Bastelei bezeichnen würde. Ich glaube, da werde ich mich auf jeden Fall mal nach was anderem umgucken. Vor allen Dingen, wobei, ja, nee, ich glaube, die war 30 Watt oder so. Also es ist noch überschaubar mit dem Strom, der da durchgeht. Na gut, bauen wir das mal ein oder... Ja, ein nicht, halt daneben. Ja, Kategorie, this is fine. Sie liegt halt da hinten. Also auf jeden Fall brauche ich mir keine Gedanken machen, dass sie nicht genügend Luft bekommt für den Lüfter. Naja. Starten wir das Ding mal, gucken, was passiert. Ich habe da schon so eine dumpfe Befürchtung, was passieren könnte. Ich glaube, ich hole die hier nochmal gerade raus und starte dann. Und stelle vorher sicher, dass im BIOS eingestellt ist, dass er in jedem Fall vom internen Monitor startet und nicht die externe Grafikkarte nutzen will. Das wäre uncool, weil die hat nur DVI, müsste ich ein neues Kabel suchen.
Also Schritt 1, Feuer frei. Und dann, so, da ist noch ein Schutzbügel drüber. Ich probiere den mal hier anzumachen, wo auch immer der ist. So rum. Und dann gucken wir einfach mal, was im BIOS so steht. Und im BIOS haben wir genau die Option, die ich befürchtet hatte oder vermutet hatte. Active Video steht auf Add-in-Device. Er hätte also die externe Grafikkarte benutzt. Wir wollen, dass er das Onboard benutzt. Viel besser. Und jo, speichern wir das. Bauen die Grafikkarte ein. Dann sollte das passen. Okay, Strom an und... Okay, der Lüfter geht schon mal. Soweit so gut. Und auf dem VGA-Monitor probiert er irgendwas zu initialisieren. Also auch die Richtung stimmt schon mal. Yay. Und wenn ich versuche Linux zu booten, geht der Bildschirm aus. Ich habe die Befürchtung, der Kernel schaltet auf den externen Monitor. Ne. Reagieren tut er jedenfalls. Also ich kann zumindest Steuerung halt entfernen drücken und er startet neu. Und eine Runde Mapping später, das sieht doch schon mal besser aus. Und das sieht doch schon mal gut aus. Nvidia. Eine P100. Das klingt doch ganz gut. Also lass mal den einen oder anderen da ruhig die 500 Euro oder was das kostet für so ein External GPU Case, Gedönse, Thunderbolt, Magie ausgeben. Der Power-Euro-Adapter vom Chinesen tut's auch. Ja, sieht nicht allzu schön aus, aber ich denke mal, dürfte hier nicht wirklich ein Problem werden. Es ist halt ein Server, da bewegt sich nicht wirklich viel. Ich würde es jetzt nicht an einen PC machen, der irgendwie hin und her geschubst wird. Aber so, das müsste doch einen Moment reichen. Und ja, wie gesagt, ich hätte es gerne zum Spielen. Da ist das dann doch noch vertretbar. Gut, laufen ist eine Sache. Frage jetzt noch die böse. Wie sieht's denn mit der Performance aus? Ich habe die Befürchtung, da werde ich sehr weit unten im Keller ankommen mit jeder Karte. Aber werfen wir mal einen Blick drauf. Und um mal zu zeigen, wie schlecht die Grafikkarte wirklich ist, habe ich hier einen Vergleich mit ein paar anderen Karten. Einmal mit der GTX 660, das ist meine Grafikkarte in meinem eigentlichen PC. Und dann habe ich mir von Kollegen noch Werte geben lassen für eine 1060 und eine P4000. Das ist also der sehr, sehr große Bruder von dieser P400. Ich hatte auch probiert, eine ältere GeForce FX, das ist ebenfalls eine Quadro-Karte, zu benutzen oder eine ältere GeForce. Die haben aber beide keinen Support mehr mit dem aktuellen Treiber. Damit lief dann mein Benchmark nicht mehr, deswegen ja, sind die hier nicht enthalten. Gemacht habe ich Tests mit normalen Floating Points, Double Precision Floating Points, Half Precision Floating Points und Integer. Das ist so der Standard, den Mixbench rausgibt, das ist die Software, die ich benutzt habe. Wenn wir unten gucken, bei der unteren Tabelle, das ist jetzt die normale, Standard Floating Point Operation, beziehungsweise das hier ist der Datendurchsatz in Gigabyte pro Sekunde. Und da können wir hier schon wunderbar sehen, die beiden, die 660 und die 1060, die liegen jeweils so bei 115 GB, 166 GB, die P4000 deutlich drüber, 220 GB in der Sekunde. Die P400, die ist hier sehr, sehr lange bei 29 GB. Na, das hat mit den Lanes zu tun, das ist ja nun Generation 2 und wir haben kastriert auf, was waren es, 4 oder 8 Lanes. Da kommen wir genau irgendwo so bei 30, 32 GB raus, die theoretisches Maximum sind. Da sind wir hier relativ dicht dran. Das heißt, der ist die ganze Zeit hier ausgelastet. Erst hier hinten geht es dann runter von der entsprechenden Berechnungskapazität her. Und ja, wenn wir hochgehen, ja, die Werte tun schon mehr oder weniger weh. Da ist definitiv keine Performance vorhanden. Wenn wir jetzt hier einfach mal den Nuller an uns angucken, dann kommen wir hier auf 7,28, was sind das? Das müssten den G-Flops sein, also Gigaflops. 7,28, die 660, die ja doch schon ein deutlich älteres Modell ist, die kommt auf 28,97. Yikes! Und naja, die 1060 und P4000, also 1060 nochmal irgendwie 10 Gigaflop mehr. Und die P4000 weit, weit entfernt. Da sieht man, da ist definitiv Rechenleistung dahinter, hinter so einer Karte. Die kostet aber halt auch noch ein paar Euro mehr. Dafür zieht sie aber auch, vor allen Dingen, wenn wir weiter durchgehen zu den höheren Parallelitäten. Dann kommen wir hier bei 256 Parallelen irgendwo. Wo ist der Peak? Hier sind der Peak für die meisten Karten. Da kommen wir dann mal eben auf fast 6000 Gigaflops pro Sekunde.
etwas abgeschlagen, die 1060, 4700, die 660, die ich habe, 1700 und naja, die P400 schafft noch nicht mal die 1000er Marke. Das können wir jetzt auch mal eben in Diagramm reinmachen, da sieht man es besser. Und ja, so sieht das Ganze aus, wenn wir das plotten. Wir haben in grün die P4000, die wirklich hier hinten nochmal extrem stark anzieht im hinteren Bereich, wenn wir viel parallel berechnen wollen. Die 1060, relativ gut schlägt sich die 660, die jetzt hätte ich gar nicht so erwartet. Das funktioniert ganz gut. Und die P400, yeah. Aber wie gesagt, mir geht es jetzt erstmal nicht um Leistung. Ich will einfach nur mit irgendeiner Karte, die ich irgendwo sehr schnell und günstig bekommen habe, testen, ob meine ganzen Spielereien, die ich vorhabe, überhaupt funktionieren. Dafür dürfte es auf jeden Fall reichen. Und ja, was man damit machen kann, das gucken wir uns dann mit Sicherheit in späteren Videos nochmal an. Momentan sehen wir auf jeden Fall, sie funktioniert. Die Lüfter lassen sich steuern. Wir können CUDA drauf ausführen und da Dinge berechnen lassen. Das war ja das, was ich auch vorhatte. Und ich würde mal sagen, damit tut das Ganze erstmal, was es soll.